Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kanal. Heute mal ein bisschen was anderes als sonst. Wir haben Besuch aus Taiwan. Und zwar ist James hier, den kennt ihr ja von der Taiwan-Reihe. Jimmy ist hier. Jeff ist hier. Onkel Hu ist auch hier. Und Stacy ist hier. Also hohen Besuch aus Taiwan. Ja, wir sind jetzt gerade in der Aqua-Lodge. Schauen uns den Laden mal so ein bisschen an. Da gibt es übrigens demnächst krasse Nachrichten. Ich arbeite nämlich jetzt ein bisschen mit der Aqua-Lodge zusammen und werde hier ein paar Hardscape-Sets und so weiter und so fort herstellen und die auch hier verkaufen, ein bisschen Beratung machen und ja, sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Sachen jetzt geplant. Dazu aber in einem anderen Video nochmal mehr. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal ganz kurz hier, fahren dann aber morgen nochmal weiter zum Christian. Servus! Den kennt ihr ja auch, da werden wir nochmal ein kurzes Video drehen. Und dann nochmal zu einem anderen Züchter. Das seht ihr jetzt im Laufe dieses Videos hier natürlich, also für euch. Für uns ist es morgen, für euch ist es jetzt gleich. Wie gesagt, Aqua-Lodge kennt ihr ja schon, brauche ich jetzt nicht nochmal ein Video zu drehen. Aber James, hello. What do you think about this shop? Great. Something different like in Taiwan. All different. All different. Yes. Taiwan-Videos habt ihr ja schon gesehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal da oben nach, da ist die komplette Playlist verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim Christian wieder. Da geht es dann ja, ein bisschen mehr ins Züchterdetail mal wieder. So. Jetzt gibt es noch ein paar kleine Eindrücke von hier, aber wie gesagt, Aqua-Lodge kennt ihr ja schon. Und falls ihr das Video von der Aqua-Lodge noch nicht gesehen habt, schaut auch mal da oben nach, da ist es auch nochmal verlinkt. Nächsten Tag. Wir sind mit ja, der Firma CWA von Taiwan auf Tour. Hallo. Und sind heute beim Christian. Auch hallo. Hallo Christian. Servus. Nicht so dicht, dann sieht man die Falten. Ich würde sagen, du gehst erstmal runter, machst mal eine kleine Rundführung und wir kommen gleich nochmal nach. When we all go downstairs in my room, it will be full. So I just have 10 Quadratmeter. Square meters. Okay. For my fish tanks. So, Christian hat jetzt gerade mal eine kleine Führung gegeben und wir nutzen jetzt mal kurz die Gelegenheit,
um euch zu fragen, auf was ihr Bock habt, was wir hier mit Christian nochmal drehen sollen. Was hast du denn jetzt alles da momentan? Ja, bei den Corridoras bin ich leider ein bisschen runtergegangen. Die Green Stripe und die Gold Stripe sind rausgegangen. Okay, die waren ja hier drinnen, ne? Die waren da drinnen, genau. Die waren einfach zu alt, sodass mir die Jungtiere, also Eier haben sie noch gelegt. Jungtiere sind dann aber so nach 2 Monaten alle verstorben. Ich habe es nicht verstanden, warum. Ich habe es auch nicht rausbekommen. Deshalb habe ich gesagt, okay, also die Tiere waren auch 10 Jahre ungefähr alt. Die dürfen jetzt raus ins Altersheim rüber, ins andere Regal und würde da gerne was Neues machen. Ich habe dann Corridoras Venezuela mir besorgt. Die haben auch gleich funktioniert. Die hier, ne? Das sind schon die Jungtiere, genau. Die Älteren sind halt da, wo die Green Stripe vorher drin waren, guck mal. Ah ja, ich glaube, man hat es kurz gesehen. Die waren von der Zierfischfarm Jung, vom Andreas, habe ich mir die besorgt. Hat funktioniert. Als nächstes auf dem Plan wären jetzt die Equis. Das sind deutsche Nachzuchten, die ich von einem anderen Züchter bekommen habe. Da würde ich ganz gerne anfangen, die kleineren, die ihr da seht, das sind auch schon Nachzuchten von den Venezuela. Die sollen jetzt auch langsam mal auf Reise gehen. Also da, die sind mir groß genug, dass die raus können. Ja, und ansonsten hast du ja jede Menge Schmetterlingsbuntbarsche jetzt hier. Schmetterlingsbuntbarsche funktioniert einwandfrei, sage ich jetzt mal. Habt ihr schon mal das Video wahrscheinlich gesehen? Wenn nicht, das ist da oben nochmal verlinkt. Genug da. Ja, also Corridoras wird wahrscheinlich ein bisschen was Spezielleres, was nicht jeder vielleicht hat, was dann auch eine Herausforderung ist, die dann vielleicht nachzuziehen, aber nicht mehr so dieses Standardprogramm werden, weil halt einfach die Nachfrage nicht groß genug einfach vielleicht ist. Vielleicht können der ein oder andere Zuschauer mal 1 oder 2 Tipps in die Kommentare schreiben. Wär nicht schlecht. Also ja. Ich werde die Eversys ganz klar behalten. Die werden wahrscheinlich auch rübergehen in das Rack. Die Equis sind klar, aber ansonsten bin ich da frei. Also ich würde es gerne auf 6 Arten beschränken, dass ich praktisch in 2 Aquarien für jede Art habe. Es ist ja immer noch nicht fertig, das Regal. Aber das war halt 6 Stück haben, dann habe ich nämlich auch 6 Aquarien, um sie wieder größer zu ziehen und dann 6 in die 90-50er für die Endgröße dann halt einfach. Dann ist das so ein System halt einfach drin, mit dem man, denke ich, ganz gut arbeiten kann hier in dem kleinen Raum. Ja. Ansonsten könnten wir euch halt nochmal zeigen, wegen Lebenfutter wahrscheinlich, ne? Oder ja, hast du ja hier die Stinkewürmer, die ich nicht mag. Deine Lieblings-Dero-Worms, genau, die sind da und jetzt wird es ja warm dem Frühling entgegen. So dass wir da wieder hochgehen. Ne? Also Artemia auch jetzt mal groß gezogen, das hat funktioniert. Ich hatte kleinere Probleme mit den ich Eiern. Ich habe erst gedacht, das wären irgendwelche Jungfische. Die sind ja riesig, ey. Hab da den Anbieter einfach gewechselt, wo ich die Eier herbekomme. Und habe einfach mal aus dem Restwasser, was noch im Trichter war, einen Eimer voll gemacht. Und habe die mal 2 Wochen stehen lassen und es hat sofort funktioniert. Okay. Das hat sich als sehr einfach rausgestellt. Da gucke ich jetzt, ob ich das in einem Rhythmus halt bekomme, dass ich alle 3 Tage einen Eimer habe. Und dann könnte ich mir so 6 Eimer hinstellen und dann könnte ich die auf einmal einen Schlag alle abfischen und hätte dann für die älteren Tiere auch Lebendfutter da, Artemia halt da. Ja, cool. Ansonsten hast du mit deinen also Anhängerkasten noch was Neues? Ich glaube, da haben wir vom letzten Video, wo wir gemacht haben, bis jetzt hast du, glaube ich, 1 oder 2 neue Sachen noch gemacht, oder? Die Halterung war ja beim ersten Video, glaube ich, mit dem Saugnapf war das Neueste damals. Und da habe ich jetzt angefangen, kleine Magnete praktisch einzulassen, sodass die Dinger selber halten. Wenn du einen Wasserwechsel machst, rutscht er mit runter und geht dann auch wieder mit hoch. Mhm. Ist halt ein bisschen eleganter, die ganze Angelegenheit. Ja. Können wir euch auch nochmal genau in einem Video ansonsten zeigen. Ansonsten ist auch noch viel dazu gekommen, Laichfalle, ich habe angefangen Filter zu bauen. Gibt's ein bisschen was da ist. Da würde ich sagen, weil wir jetzt ein bisschen in Zeitdruck sind, weil wir, wie gesagt, mit der Firma CWR unterwegs sind. Schreibt gerne in die Kommentare, auf was ihr Bock habt. Und wir werden es so eine Zeit noch umsetzen, würde ich sagen, oder Christian? Klar, machen wir. So, wir sitzen jetzt wieder im Auto und fahren zum nächsten Züchter. So, wenn wir jetzt schon mal gerade im Auto unterwegs sind und ein bisschen Zeit haben, James war sehr begeistert von Holy Energy. Ja. Und ich habe ihm einfach mal 2 Trial Packs organisiert mit Shaker
von allen Sorten mal eins zu probieren. Wie gesagt, mit dem Rabattcode heuer5 bekommt ihr 5% Rabatt und mit dem Rabattcode heuer bekommt ihr 10% auf jede weitere Bestellung. Deswegen checkt und bringt mal den ersten Link der Videobeschreibung aus und gönnt euch einen Holi. Das ist jetzt für James. Es geht ab mit nach Taiwan. Enjoy. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sasha. Ja. Thank you. So, wie gesagt, schaut mal in die Videobeschreibung. Erster Link. Da kommt ihr zu Holi. Yes. Good. I like. You like it? Sure. Enjoy it. Sure. Thank you. So, sind beim nächsten angekommen. Andreas, wo sind wir jetzt? Beim Roland sind wir jetzt zu Besuch. Der züchtet auch Fische. Okay. Was ein Wunder. Keine Vögel? Nee, keine Vögel diesmal. Schade, ich habe mich jetzt so auf Vögel eingestellt. Auf Vögel eingestellt. Eingestellt, ja. Willkommen. Das ist die Stacy Lynn, die ist für die Papiere und fürs Büro zuständig. Hello, das, hey, ist Roland. Der Onkel, das ist der Onkel von James, der ist für Besucher da. James, der Chef, der Jimmy, der macht die Listen und die Kommunikation mit den Züchtern. Der macht die Anlage und die Fische. Und die Fotos. Und dann weiß ich genau, wo wir sind. Das ist der Sascha. Habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, genau. Wir sind jetzt zu Besuch hier beim Roland, ne? Roland. Was hast du denn so Spezielles hier bei dir? Spezielles bei mir? Also ich habe eigentlich nur spezielle Sachen, aber können wir mal anfangen in der Südamerika-Ecke. Da haben wir hier zum Beispiel die Geophagus mirabilis. Mhm. Die gibt es auch nicht alle Tage zu haben. Dann haben wir ein brütendes Paar von Krenizichla. Ja, vermutlich Späts Alta. Okay, der mag nicht. Keine Kameras, der. Ja, der ist ein bisschen scheu. Ja. Die Damen sind umso aggressiver, da ist auch noch ein zweites Weibchen drin. Das tut sich ganz gut. Du siehst auch, die sind ziemlich aggro. Ne? Selbst in der Größe des Beckens schwer zu halten. Und ja. Ansonsten haben wir noch ein paar kleinere Mittelamerikaner mit drin, aus Platzgründen, sag ich mal. Mhm. Ja. Sollten natürlich ein bisschen getrennt sein, aber sie funktionieren ganz gut. Ich mache die Beckenzusammenstellung immer so, dass die Tiere miteinander gut klarkommen. Mhm. Ja, dann noch mal noch da. Zuchtbecken hier unten sind ein paar Einzelstücke noch. Die sind nicht so ganz interessant. Wir haben hier Mylochromis ferrodon, gibt es auch nicht an jeder Ecke. Mhm, sehr schönes Tier, riesig groß. Ja, ja. Ja, mal schön ausgewachsen. Die färben auch immer leider nur dann, wenn es halt richtig zur Sache geht. Das ist eben auch mit diesen Räubern da so, dass die ohne aktive Laichphase eigentlich überhaupt gar nicht in die Farbe gehen, die Tiere.
Dann sind noch ein paar Chromidotilapia Kingsley mit drin. Da hinten guckt einer raus, ne? Da guckt einer raus, das ist das Männchen. Erstaunlicherweise sind die so ein bisschen entgegen ihrer Gattungsvertreter so ein bisschen wie die Bunas am Brüten. Also die haben so, ja, gern mehrere Weibchen. Weibchen sind dann auch maulbrütend. Mhm. Und sind auch entsprechend aggressiv. Man sollte das den Tieren gar nicht anschauen. Da sind auch Jungtiere, gerade von diesen Chromidotilapia Kingsley, mit drin. Siehst du auch an den Flossen da. Das, ja, klar. Ja. Die sind schon einigermaßen robust. Ja. Ja. Wo wir gerade bei Westafrika sind, das ist Hemichromis exul. Das ist eigentlich schon ein relativ gewöhnlicher Vertreter inzwischen. Mhm. Ja. Alles die Aufzugsstationen. Ich mache gern neben den Zichliden auch ein paar Lebendgebärende mit. Das ist Limia perugiae, Limia microfasciata. Und Gerardinus metallicus im selbst erhaltenen System. Ciao, ciao. So, jetzt kommt der Chef wieder. Ich hab dir deine Post mitgebracht. Oh, das wäre meine Post mitgebracht. Das ist aber lieb. So. Gut, das sind alles Nachzuchttiere. Da ist noch eine kleine Besonderheit drin. Enigmatochromis lucanusi mit Jungtieren. Die sind seit 14 Tagen am Führen und die Jungfische bleiben so eng an den Eltertieren, dass man das quasi mehr oder weniger gar nicht so richtig mitkriegt, ne? Okay. Dass die da auch am Führen sind und die lassen sich schwer rauslocken. Aber das ist wirklich mal ein Fisch, da bin selbst ich als langjähriger Züchter noch begeistert, wie die Elterntiere die Jungtiere da führen und betreuen. Das geht wochenlang. Sehen wir jetzt leider nicht. Ja, das sehen wir leider nicht. Wir können vielleicht mal ein Steinchen heben, das siehst du auch mal, wie aggro der Kerl wird. Und das tut auch ziemlich weh, wo der so klein ist. Meistens sitzen sie irgendwo in der Höhle drin. Ah, das Muttertier. Da hinten sieht man was. Jungen. So. Mal einen Augenblick warten, die lassen sich halt auch relativ leicht stören. Ja, auch beim Füttern dauert das so eine 20 Minuten, bis der Schwarm dann rauskommt. Mhm. Ja, vielleicht seht ihr es jetzt auf dem Video, ganz da hinten in der Ecke, spiegelt hier halt alles. Da sind auch ein paar Jungtiere zu sehen, die halten sich eng am Untergrund, was schön dunkel ist. Ja, ab und zu sieht man mal einen flitzen. Das ist dann schon. Da sind sie wenig älter, die Lucanusi, Nachzuchttiere mit drin. Ja, sieht man so ein bisschen besser. Ja, da sieht man auch. Ja. Also die werden fast bis zu der Größe, werden die gepflegt und geführt. Ich mache schnell wieder zu, damit sie sich jetzt nicht erschrecken. Die Dimidiochromis compressiceps, kleine Zuchtgruppe, hier oben sind die Jungtiere mit drin, auch schon in einer größeren Variante. Ja. So abgabefähige Größe. So, das hier ist auch eine Spezialität. Das ist Cobadichromis Firecrest. Kriegt man auch nicht alle Tage zu sehen und kriegen auch nicht alle Tage nachgezogen. Mhm. Liegt aber vermutlich ein bisschen an dem Ruhebedürfnis der Tiere, das sie haben. Also die lassen sich relativ leicht stören, auch durch Wasserwechsel und sonstige Veränderungen. Was ihnen manchmal gut tut, hier sieht man, dass ein Pärchen Exul mit drin. Also ein Pärchen ist schließlich ein großes Weibchen und ein kleines Männchen. Mhm. Aber die packen das miteinander. Hier unten sind dann schon die größten Nachzuchten von den Cobadichromis mit drin. Auch in einer seit längerem geschlechtsreifen Variante, ein paar Weibchen immer mit Jungfischen dabei. Auch hier habe ich immer gern ein paar Hemichromis mit vergesellschaftet, die dann so ein bisschen die Scheue aus den Tieren rausnehmen. Das funktioniert ganz gut. Die Hemichromis kann man dabei sogar
gut nachziehen. Okay. Das ist der Vorteil, weil die Kobadichromis auch entsprechend zurückhaltend sind und die Jungtiere gar nicht so den nicht nachstellen. Ja? Okay. Okay. Eine Spezialität habe ich noch aus Indien, das ist Etroplus canarensis. Ich hoffe schwer, dass es sich um ein Pärchen handelt. Das waren leider die letzten verfügbaren Tiere. Man sieht aber deutliche Unterschiede und ich bin mal gespannt, wie die funktionieren. Ich habe die jetzt ein Jahr hier sitzen, sie tun nichts, okay. außer sich wohlfühlen. Ne? Und da schauen wir mal. Kann sein, dass diese Tiere ausgesprochene Laichphasen haben oder so. Das ist im Übrigen bei den Kobadichromis ähnlich. Die haben meistens ein- bis zweimal im Jahr eine ausgeprägte Laichzeit, wo dann auch mehr oder weniger alle Weibchen gleichzeitig ableichen. Aber das muss man immer erst rausfinden. Wie gesagt, bei den Etroplus ist mir das noch bisher nicht gelungen. Und vielleicht schaffe ich es noch ein paar nachzubekommen. Oh, sehr cool. Ja. Das sind schon schöne Tiere. Ja, super, dann sag ich an der Stelle mal vielen Dank. Einmal kurz durch. Wie gesagt, wir sind ein bisschen im Zeitdruck heute, weil wir, wie gesagt, mit Taiwan hier unterwegs sind. Großes Programm. Ja. Ja. Aber ich danke dir auf jeden Fall vielmals für die kurze Führung. Vielleicht können wir ja in Zukunft nochmal ein Video hier machen. Aber gerne, ja. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann bin ich auf Videos vorbereitet. Genau. Ich weiß, komplett unvorbereitet ins kalte Wasser geschmissen. Kalte Wasser geschmissen. Genau. Also, von daher, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal. Mach's gut. Mach's wir sehen uns bestimmt nochmal. Wir sehen und hören uns. Genau. Ciao. Ciao. Wie gesagt, euch nochmal sorry, dass wir ein bisschen unter Zeitdruck sind und deswegen nicht so ausführlich hier die Videos machen können. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, in Zukunft nochmal eine komplette Tour hier zu sehen. Schreibt es gerne in die Kommentare, dann machen wir das auch. So, und jetzt fahren wir nochmal weiter in die Zielfischfarm Jung wieder zurück und dann quatschen wir nochmal kurz. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder zurück in der Zierfischfarm. Ich glaube, Andreas erzählt euch mal, was so die letzten Tage passiert ist, weil ich war nicht die ganze Zeit dabei, ich war jetzt nur die letzten beiden Tage dabei, weil ich in München war. Das Event seht ihr noch mit dem Survival Martin und so. Ich bin jetzt hier auf der Event-Location. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt mal ein paar Impressionen, was hier so abgeht. Martin hat hier gerade einen Versuchsaufbau gemacht, dass das Ding hier auf Herz und Nieren getestet ist, ne? Ja, kann man kalt oder kann man nicht kalt? Und kann man kalt? Wir haben 23 Grad haben wir gestartet drin, okay. Und haben jetzt 19, hat aber auch schon 15 Grad drin, also es geht schon. Okay, Martin macht gerade mit meiner toten Katze eine lebende Katze. Weil so eine Katze fällt auch mal vom Baum. Achtung! Und ja, was habt ihr denn so gemacht die letzten Tage? Genau. Also ich habe das Team von CWA am Dienstagmorgen abgeholt vom Frankfurter Flughafen. Und wir haben uns dann direkt auf Deutschlandtour begeben sozusagen. Die hatten uns eine Liste vorgegeben mit Orten und Firmen, die sie gerne besuchen möchten. Wir haben die Liste dann so abgearbeitet, dass es von der Fahrerei her am besten gepasst hat. Wir waren unter anderem im Thüringer Wald, wir waren in Norddeutschland, wir waren in Frankfurt. Wir haben praktisch alle Termine wahrgenommen, die die Firma so sehen wollte. Heute waren wir noch in Wiesbaden und wir haben, ich denke, alles hoffentlich gut erfüllt für unsere Gäste. Genauso wie die das auch für uns getan haben. Wir waren ja auch 9 Tage dort, ihr wisst ja noch, oder ihr seht ja die Videos noch aktuell, die wir da gedreht haben. Und da haben die uns ja praktisch auch hofiert. Die haben uns überall hingefahren, die haben uns geholfen, die ganzen Punkte zu finden. Wir hatten die Fänger dabei, wir hatten das Team dabei komplett. Die haben auch ihren kompletten Betrieb praktisch für uns zur Verfügung gestellt. Für die Filmarbeiten im Betrieb, für das Zeigen von allem und so weiter. Und ja, so haben wir es auch gemacht. Wir sind essen gegangen. Das war für die gut, also die haben es gern gemocht, so wie wir es gemacht haben, dass wir denen einfach Deutschland so gezeigt haben, wie es ist. Also kein Döner, kein McDonald's, sondern das, was wir so typisch hier haben. Und ja, das hat ihnen gut gefallen, soweit ich das beurteilen kann. Jetzt haben wir heute noch unser Abschlussmeeting, da gehen wir jetzt gleich wieder rein, der Sascha und ich. Und dann geht es für die Hälfte vom Team geht's morgen nach Hause und für den Rest geht es noch zum Schloss Neuschwanstein und nach Rothenburg ob der Tauber, ein bisschen Sightseeing machen, genau. Und dann fliegen die in einer Woche, glaube ich. Genau. Ja, wie gesagt, deshalb der kurze Vlog jetzt mal so zwischendurch, weil ich bin derzeit natürlich auch nicht wirklich dazu gekommen, weiter die Taiwan-Videos zu schneiden. Bin gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen. Aber ja, wie gesagt, deswegen jetzt heute erstmal dieser Vlog und dann, ja, die nächsten Videos geht es dann wie gewohnt weiter mit den Taiwan-Videos und so weiter und so fort. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.